Okay, meine lieben Damen und Herren, wir sind dran, Gen 4. Und ja, wir haben die letzten drei Gen schon durch, das heißt, falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann geht auf den Kanal vorbei oder klickt aufs i, dann kriegt ihr zumindest mal die aus der dritten Gen und da wird meistens immer das vorherige verlinkt sein. Wir machen uns heute ran und geben jedem Monotypen aus Generation 4 eine Zweitypen, der meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen passen könnte. Von dem her würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das tut dem Video gut, es tut dem Kanal gut und es läuft, wie gesagt, immer noch wunderbar und ihr würdet mich damit mega unterstützen. Wie immer würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen, falls ihr noch keinen Star gelassen habt. Die neuesten Abonnenten sind Pieplord, Uli Lichtenstern und BlackXIIV Gwenlian. Vielen lieben Dank an euch und falls ihr auch Bock habt, im nächsten Video eventuell erwähnt zu werden, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und habt so die Chance auf ein kleines Shoutout im nächsten Video. Von dem her würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, um damit den Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank an alle. Fangen wir direkt an. Erstes Pokémon, Zerpeise, der gute alte Käfer. Und da dachte ich, komm, why not? Wir geben Zerpeise den Normaltypen. Denn nicht nur, dass das Ding halt aufgrund seines Rufs ein Meme ist. Ich sehe bei dem Ding eigentlich schon eher so ein bisschen einen Soundtypen. Und auch wenn ich persönlich kein Fan vom Soundtyp bin, finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man dem eventuell ein bisschen mehr, ja, Sound-Coverage gibt, also Schallwelle, vielleicht auch Überschallknall. Und dann würde der Normaltyp auch ganz gut passen. Und aufgrund der Tatsache, dass es noch kein Normalkäfer-Pokémon gibt, wäre das tatsächlich auch was, was Zerpeise dann einzigartig machen würde. Und ich finde, das würde einfach passen. Ja, Luxtra ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch, aber ich würde sehr viele Dislikes bekommen, wenn ich dem nicht den Undicht-Typen geben würde. Come on. Wenn es ein Mega gibt, neben Libeldra, das von allen gewünscht ist, dann ist es Mega Luxtra mit Unlicht, Elektro und Titankiefer als Fähigkeit. Also natürlich gebe ich dem Ding den Unlichttypen. Bei Ramaidon können wir es auch relativ einfach machen, denn es ist ein Fossil. Und was gab es früher mal? Ich meine, das Ding basiert auf einem Dinosaurier. Und die Dinosaurier, finde ich, kann man immer noch am ehesten mit Drachen vergleichen. Das heißt, das Ding ist ein Gesteinsdrache. Ist natürlich ein bisschen schade, weil das dann nochmal ein bisschen Monagoras so die Scheinpower wegnimmt. Aber Monagoras ist trotzdem eh immer noch besser als das Ding. Von dem her, egal. Aber ich fand einfach, der Drachentyp hat da eigentlich ganz gut gepasst. In dem Format ist es ja so inzwischen ein bisschen memig geworden. Und ich weiß, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die das wahrscheinlich jetzt unfassbar aufregen wird. Und ich weiß, dass ich sehr häufig den Feentyp vergebe und ich lese auch Kommentare, das ist nicht nur, weil die Pokémon sweet aussehen, sondern weil ich den passendsten Typen finden muss. Bei Pachirisu habe ich mir überlegt, das ist ein Eichhörnchen. Passt da eventuell irgendwie der Pflanzentyp? Aber Eichhörnchen haben ja an sich jetzt nicht so viel mit Pflanzen zu tun, abgesehen davon, dass sie halt im Normalfall ja natürlich Nüsse fressen oder halt in Bäumen leben. Aber ich finde, zu Pachirisu selbst passt einfach der Pflanzentyp nicht. Ich habe Boden ein bisschen überlegt, aber das passt halt auch nicht. Und es war wirklich schwierig, was da zu Pachirisu passen würde. Ich meine, ich hätte mir noch den Eistypen aus dem Arsch ziehen können, einfach nur, weil das Ding irgendwie noch ein bisschen blauen Stuff an sich hat. Aber come on, ich muss ihm den Feentyp geben. Und es wird in dem Video, kann ich euch jetzt schon mal sagen, noch ein bisschen häufiger vorkommen, dass der Feentyp vergeben wird. Per se häufiger bei den Legis, zu denen kommen wir später noch. Es wäre nur wirklich nett. Also wenn ihr da jetzt wirklich Kritik habt, dass da zu viele Feentypen verteilt werden, lasst gerne einen konstruktiven Kommentar da. Ich bin voll offen für konstruktive Kritik. Also wirklich so gerne. Oder schreibt einfach direkt Game Freak einen Brief. Weil die machen die Pokémon immer so, dass es passt. Dann kommen wir zu einem lustigen Mon, wie ich finde, und zwar Boyelin. Ich habe mir bei Boyelin tatsächlich ein bisschen überlegt, ob man dem eventuell einfach nur den Eistyp gibt, aufgrund der Eiswasserdüse aus dem Anime. Aber, und jetzt imagine, das ist wieder, ich finde es schön, dass ich in diesen Videos einfach meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Stellt euch einfach vor, Boyelin kann seinen Schwimmreif so heftig aufblasen, dass der anfängt zu schweben und mit seinem Propeller fliegt er dann. Wir geben dem den Flugtypen. Ich weiß, das ist voll weit hergeholt. Absolut, so ganz ehrlich, wenn ihr den Unlichttypen seht, gebt dem den Unlichttypen, wenn ihr den Eistypen seht, gebt dem Ding den Eistypen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie funny, wenn das Ding halt potenziell so einen Schwimmreif hat, dass das Ding den so aufblasen kann, dass es anfängt zu schweben und dann eben Flug als Typen dazu bekommt. Ich finde das funny. Bei Kinoso habe ich nie verstanden, warum zumindest die Form in der Sonne nicht den Feuertypen dazu bekommt. Ich bin voll dabei, dass Sonflora immer noch das erste Pflanzenfeuer-Pokémon sein sollte oder zumindest eine Regionalform und ich hoffe so sehr auf ein, keine Ahnung, Karmesin-Purpur-Regionalform-Sonflora mit Pflanzefeuer. Aber zumindest Kinoso in seiner Form halt in der Sonne. Ja, hat er auch einen Feuertypen verdient. Why not?
Kommen wir zu Ambidiffel und ich finde, bei Ambidiffel passt eigentlich der Kampftyp. Ich habe generell nicht verstanden, warum Doppelschlag keine Kampfattacke ist, weil es ist halt so eine Hieb-Attacke und es ist ein bisschen wie mit Mega-Kick und Mega-Hieb, so ich verstehe, dass man das vielleicht normal machen wollte, aber Kampf passt da halt auch. Und ich finde es cool, wenn man dem Ding halt dann auch einen Signature-Move, halt Doppelschlag kann ja nicht nur das Ding, aber wenn man dem Ding einen Signature-Move geben würde, der halt zweimal trifft, eine Kampfattacke, vielleicht mit jeweils 50 Stärke oder so, was nochmal geil wäre, weil das Ding ja Techniker bekommt, das hätte eventuell was Cooles, vielleicht nicht gerade 50, vielleicht machen wir da einfach 40 Stärke draus oder so und dann noch einen Side-Effekt, dass es flinchen kann. Das wäre cool und ich sehe auf jeden Fall so einen Kampfaffen, der ja potenziell mit 4 Armen kämpfen kann, weil er hat ja noch 2 richtige. Die sind zwar eher so Zahnstocher-Schaschlik-Spieß-mäßig, aber trotzdem, das fände ich cool. Schlappo können wir relativ fix abhaken, das hat in seiner Mega-Form eh den Kampftypen bekommen und auch wenn wir gerade schon Ambidiffel haben, Kampftyp passt auch da. Bei Traunmagil habe ich mir jetzt den Psychotypen überlegt, weil aufgrund der Steine, die das Ding trägt und es ist ja auch so ein bisschen hypnotisieren und es gab ja auch die eine Folge, wo Traunmagil quasi im Schlaf die so, ja, nicht verzaubert hat, aber halt, wie nennt man das, hypnotisiert hat, ja, das war das Wort, dankeschön. Und ich finde, da passt der Psychotyp eigentlich, deswegen Geist, Psycho, geht fit. Man kann auch einen Unlichttypen machen, aber ich finde es ein bisschen schade, jetzt zu vielen Geist-Pokémon auch den Unlichttypen zu geben, deswegen Geist-Psycho. Hypoterus war wiederum ein bisschen schwieriger, weil ich fand, da passt nicht wirklich was. So, ja, das ist Nilpferd, aber du kannst ihm halt nicht den Wassertypen geben, weil das passt halt nicht zu Hypoterus. Dementsprechend habe ich Hypoterus jetzt einfach den Gesteinstypen gegeben, weil Sand ist ja prinzipiell nichts anderes als halt ganz feines Gestein, so. Glaub, das passt, oder? Venuflibis war auch wieder relativ einfach, denn das Ding hat eh Schwebe. Das hat quasi Blätterflügel, also ich gebe dem Ding den Flugtypen. Das bräuchte ich wahrscheinlich nochmal eine neue Signature-Attacke, weil Sturzflug passt bei dem Ding echt nicht. Aber sonst Pflanzeflug passt bei Venuflibis, finde ich eigentlich schon ganz. Sonst hätte man vielleicht noch Gift nehmen können, weil es gibt ja auch quasi so Venusfliegenfallen, glaube ich, die mit ihrer Säure, wenn sie zum Beispiel eine Fliege oder irgendwie halt Insekten fangen, so die so ein bisschen mit Säure dann, glaube ich, killen. Ich hoffe, das gibt's. Wenn nicht, habe ich mir das gerade ausgedacht. Ich hoffe mal nicht. Aber ja, das würde auch noch vielleicht passen. Aber ich sehe den Flugtypen. Bei Lumineon sehe ich ebenfalls den Flugtypen, weil ich habe eh das Gefühl, das ist ein halber Fliegenfisch. Und das Ding hat so große Flossen oder Ohren oder was auch immer das ist. Das Ding kann, doch safe fliegen, oder? Okay, Schloblack, da müssen wir jetzt ein bisschen in die Lore dahinter gehen. Denn ich habe mir echt überlegt, okay, das Ding hat ja ein umgedrehtes WLAN-Symbol. Passt da vielleicht der Psychotyp? Aber dann dachte ich mir so, nee, das Ding basiert halt auf einem Gourmet, das ist irgendwas mit Essen, was passt zu Essen. Aber Schloblack basiert vermutlich auch auf einem Yokai und zwar dem Akaname. Und was daran interessant ist, ist halt, dass Yokais an sich halt in dem japanischen Volksglauben Dämonen sind. Und ein Dämon, Unlicht, ist, glaube ich, relativ nah, oder? Ich glaube, das kann man machen und dementsprechend hätte ich Schloblack tatsächlich den Unlichttypen gegeben. Was wiederum lustig ist, weil der Unlichttyp ist ja im Japanischen eigentlich der böse Typ. Das heißt, das hat prinzipiell nichts mit Helligkeit zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Aber fände ich funny, so Schloblack als Dämon, ja. Bei Tangulos habe ich mir erstmal überlegt, gebe ich dem eventuell den Gesteinstypen, weil es sich halt entwickelt, wenn es Antikraft lernt und dann Level Up macht. Aber ich fand den Gifttypen viel besser, weil früher dachte ich tatsächlich mal ganz kurz, dass es den Gifttypen hat, aufgrund der Farbe der Hände bei dem Ding. Weil die sind ja anders gefärbt und ich hatte da immer so ein bisschen die Verbindung mit Glibunkel, weil Glibunkel halt eben auch den Gifttyp hat. Und ich sehe das bei dem Ding halt schon. So, es hat natürlich auch die Matschbombe und es kann ja auch, glaube ich, Gifttyp. Von dem her finde ich tatsächlich, passt das schon. Also, let's go, Gifttyp. Elevoltech, super easy, können wir sofort abhaken. Keiner von euch wird irgendwas gegen den Kampftypen sagen. Bei Magbrand habe ich auch ein bisschen überlegt und ich dachte eher so, vielleicht der Gifttyp tatsächlich, weil abgesehen davon, dass das Ding halt einige Giftattacken kann, basiert das Ding ja auch so ein bisschen, das Feuer, das arbeitet viel mit Rauch und gerade bei Häuserbränden oder so ist ja auch der Rauch tatsächlich teils fast gefährlicher als das Feuer, so ein bisschen, wenn so blöd wie es klingt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Aber irgendwie sehe ich bei dem Ding den Psychotypen und das nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es natürlich die Psychokinese kann, sondern es kann ja auch nochmal so ein bisschen wie das Konfuschstrahl. Und auch wenn das Ding dadurch einen Vorteil gegenüber Elevoltech bekommt, fand ich nicht unbedingt, dass das schlimm ist, weil wenn es den Gifttypen bekommen hätte, hätte es eine Resistenz bekommen gegenüber den Kampfattacken. Und dementsprechend, ja, ich sehe da schon irgendwie den Psychotypen. Dann kommen wir zu Fulipova und Fulipova habe ich den Bodentypen tatsächlich gegeben, denn wenn ich mir so ein bisschen die Beine angucke, habe ich das Gefühl, das Ding könnte sich wunderbar mit den Beinen in den Boden graben und dann mit den kleinen Blätterranken oder Wurzeln, was das Ding an den Beinen hat, so quasi halt Energie aus dem Boden saugen. Und außerdem ist das Ding eine Pflanze und
das hat halt viel mit dem Boden zu tun. Dementsprechend fand ich, bei Vollipova passt auf jeden Fall der Bodentyp. Und vor allem, wenn das Ding potenziell Erdbeben könnte, wäre das Ding auch echt besser gegen Feuer-Pokémon. Bei Glaziola habe ich mich mal ein bisschen so an der Lore nicht mal von Frostedie bedient. Denn ich finde tatsächlich, dass der Geisttyp da ganz gut passt. Denn Vollipova halt so als Eis, das hat viel mit Kälte zu tun. Kälte ist generell so ein Thema, wo man eventuell aufpassen muss, weil es schon gefährlich werden kann. Und eventuell wäre vielleicht noch der Wassertyp gegangen, so dass das Ding halt quasi einfach seine Wasserattacken auch quasi in Eisattacken ein bisschen umwandeln kann. Das hätte vielleicht auch noch gepasst. Aber ich fand tatsächlich, dass der Geisttyp zu dem Ding eigentlich echt gut passt. Außerdem ist das eine sehr, sehr coole Typenkombi. Kommen wir zu Porygon. Und wir hatten es vorher schon ein bisschen bei Slowpoke. Das Ding kriegt den Psychotypen, denn ich finde, das passt einfach zu Porygon. Das ist so ein kreiertes Pokémon. Man hätte eventuell tatsächlich Porygon Z auch den Gifttypen nehmen können, weil Porygon Z ist quasi so eine korrumpierte Version. Und das hat wirklich was damit zu tun, quasi mit Computerviren und alles. Ich finde, da hätte man irgendwie noch den Gifttypen einbauen können. Aber ich fand Psycho ganz cool. Dann kommen wir zu Zwirfins. Und Zwirfins bekommt den Kampftypen. Das hat unter anderem auch damit ein bisschen was zu tun, dass Zwirfins früher als sogenannter Sub-Puncher ja bekannt war. Das heißt, ein Pokémon, das den Delegator einsetzt und dann Power Punch einsetzt. Und finde das eigentlich ganz fein. So, deswegen, so ist es einer der wenigen Geisttypen, der eher physisch ausgelegt ist. Und dann den Kampftypen bei den Händen. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Von dem her kriegt Zwirfins den Kampftypen. Selfe, Vesprit und Tobutz können wir alle relativ schneller packen. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Problem. Nicht nur, dass Gen 4 unfassbar viele legendäre Pokémon hat. Die meisten sind halt tatsächlich ein bisschen cute. Und ich finde tatsächlich, bei Selfe, Vesprit und Tobutz kann ich den Feentyp noch ein bisschen eher erklären. Es sind 3 Kobolde. Ich kann ja, glaube ich, einen Punkt setzen, oder? Regigigas. Falls ihr das Video zu Gen 3 noch nicht gesehen habt, da habe ich ja schon Regirock, Registeel und Regice den Typen gegeben. Und auch hier geben wir Regigigas den Psychotypen. Denn ich hatte mir ja überlegt, ob ich den anderen alle den Normaltypen gebe. Das wäre dann ein bisschen hier schwierig geworden. Und dementsprechend der Psychotyp, finde ich, passt, weil das Ding hat die ja auch quasi so ein bisschen kreiert. Und ja, come on, wir haben eh alle, so 150% aller legendären Pokémon sind eh Psycho-Pokémon. Ich finde, das passt ein bisschen. Außerdem kommunizieren die ja auch so ein bisschen über ihre Augen. Und ja, auch wenn es natürlich Blindenschrift darstellt quasi, hat das irgendwie, finde ich, was Telepathisches bei denen auch und deswegen, ja. I mean, beim Mond-Pokémon Cresselia stimmt ihr mir hoffentlich, glaube ich, zu, dass der Feentyp da wirklich am besten passt, denn das kann auch Mondgewalt und come on, das passt. Dann kommen wir jetzt zu Fiona und wir können hier Manaphy mit einschließen, die kriegen beide quasi eine extra Erwähnung, weil Fiona kann sich ja nicht in Manaphy entwickeln, von dem her ist es so ein eigenständiges Pokémon für das Format. Und auch die Dinger sind ja quasi so ein bisschen, auch wenn es natürlich jetzt nicht auch designtechnisch passt, aber jetzt kommt auch so ein bisschen rüber wie so Meereskobolde ein bisschen. Die basieren ja teils eher so ein bisschen auf Ruderschnecken und wir gehen da jetzt nicht zu sehr in die Biologie rein. Aber kurz gesagt, die basieren so ein bisschen auf sogenannten unsterblichen Quallen, die quasi durch einen Vorgang potenziell unsterblich ist. Das heißt, die können quasi irgendwie wieder zum Jungtier werden, was ja auch der Sinn an Manaphy und Fiona ist. Und ich finde, da passt ein bisschen der Feentyp auch einfach zu, weil nicht nur, weil sie cute sind, sondern halt auch immer dieses Jugendhafte so ein bisschen. Ich finde, das passt da auch noch so. Es hat halt echt ein bisschen was von einem Märchen. I'm sorry, aber Gen 4 hat halt echt zu viele kleine Legis. Darkrai, Superfix, Geisttyp. Weil das, die erste Attacke, die das lernen, ist eh Unalbön, aber Geisttyp passt da am besten zu Darkrai. Das braucht eigentlich ja nur den Unlichttypen. Viele haben eh nicht so ganz verstanden, warum das überhaupt den Geisttypen hat. Aber ja, nee, Geisttyp. Kommen wir jetzt zum kleinen Shaymin. Nicht in der Zenitform, sondern in der normalen Form. Und ja, I'm sorry, es reinigt halt quasi die Luft und alles. Und ich verstehe, dass die Zenitform dann den Flugtypen dazu bekommt. Der Flugtyp passt zu dem Ding aber noch nicht. Wir geben dem halt leider wieder den Feentyp. Bitte, wie gesagt, passt mir nicht. Wirklich, wäre super lieb. Aber es passt halt meiner Meinung nach trotzdem einfach. Okay, jetzt kommen wir zu Arceus. Und das ist was ganz anderes. Hear me out, okay? Bitte jetzt komplett zuhören, fokussieren. Und zwar, Arceus ist ein Normal-Pokémon, welches aufgrund seiner Fähigkeit und der jeweiligen Platte, die es trägt, jeden Typ annehmen kann. Das heißt, welcher Typ passt da? Eventuell der Psychotyp, weil Legi und die haben alle einen Psychotypen. Eventuell der Drachentyp, weil es so ein bisschen so ein altertümlicher, legendärer Typ ist. Ich habe mir jetzt was richtig Wackes ausgedacht. Und ihr könnt mich gerne dafür jetzt kritisieren. Also wirklich, gerade bei Arceus bin ich echt gespannt, was ihr sagt. Aber ich fände es super interessant, wenn Arceus das erste Pokémon wäre, welches zweimal denselben Typen hat.
Das heißt, wir geben Arceus in seiner normalen Form, es geht jetzt nur darum, zweimal den Normaltypen. Was bedeutet, das Ding hätte eine vierfache Kampfschwäche, ja, aber anstatt 1,5% Stab, also Stab ist by the way der same type Attack Bonus, was bedeutet, ein Pokémon, das eine Attacke vom selben Typen einsetzt, wie es hat, bekommt statt 100% Schaden quasi 150%. Und das wäre halt ganz cool, wenn Arceus dann einfach 200% kriegen würde, weil es quasi Double Stab hätte. Und ich finde das einfach cool, wenn Arceus irgendwas hätte, was, ja, was es auszeichnen würde, was es einfach wieder so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Weil die Tatsache, dass es jetzt halt Armigento und Typ 0 gibt und Armigento ist ja quasi so eine Mini-Mi-Version von Arceus, macht das alles ein bisschen schade. Es ist nicht mal mehr das stärkste Pokémon. Come on, Mega Rayquaza hat das Ding einfach komplett hopsiniert. Also, ich fände es echt irgendwie interessant, wenn Arceus ein Pokémon wäre, welches zweimal denselben Typen hätte. Vielleicht ist die Idee absolut hirnrissig. Ich bin, wie gesagt, super offen für konstruktive Kritik in den Kommentaren. Aber irgendwie hätte das was. Außerdem weiß ich sonst echt nicht, was da passen könnte. Deswegen fand ich die Idee eigentlich echt cool. Damit sind wir am Ende von dem Video. Wie gesagt, ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und lasst auch, wie gesagt, gerne ein Abo da. Läuft immer noch wunderbar. Und das würde ich gerne so beibehalten. Vor allem auch wieder in der Folge ist es sehr wichtig. Mich würde wirklich eure Meinung interessieren. Von dem her, ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Von dem her wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.